Und Sie maßen sich an, Mutmaßungen über meine preisgekrönten Rezepte anzustellen? Ist ja Salz. Gut, beruhigen Sie sich. Schämen Sie sich, Sir. Schämen Sie sich. So, verpiss dich jetzt. Raus hier! Husch! Husch! Raus, hab ich Husch. Gesagt! Husch! Bewachen Sie ein Tor oder schießen Sie auf Bierdosen? Echt mal. Dummkopf. Du Dummkopf. Sacre bleu, ey. Okay. Ich will dich nicht eliminieren. Kann ich den nicht irgendwie bewusstlos machen? Eliminieren? Gleich bemerkt sie jemand. Die Aufmerksamkeitsanzeige zeigt an, aus welcher Richtung Gefahr droht. Versuchen Sie unerkannt zu entkommen. Sie sind als Koch verkleidet und können sich im Erdgeschoss des Anwesens frei bewegen. Niemand im Anwesen wird Ihre Tarnung durchschauen. Aber tragen Sie keine sichtbaren Waffen, da diese Verdacht erregen. Yep. Die Leiche hab ich auch nicht ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder Sie selbst. Das weiß ich auch. Danke. Was muss man denn machen, dass ein Geschäft den Personenschutz einleitet? Ich kann ein Radio mitnehmen. Schalten Sie ein Radio ein, um Gegner abzulenken. Hä? Was wollt ihr? Ich bin Koch. Bis auf Weiteres in seinem Zimmer. Für alle, die den Ablauf noch nicht kennen. Ich werde alle 6 Stunden für beide Zielpersonen einen persönlichen Bewacher bestimmen. Ich bin hier nur der Koch. Das Ding hat vermutlich einen Wackelkontakt. Alles klar. Was ist denn jetzt so aufregend? Ich bin nur der Koch. Eines verspreche ich euch. Wenn ihr das hier vergeigt, arbeitet ihr nie wieder in dieser Branche. Hier werde ich wohl lang gehen dürfen, ne? Abtreten! Mal gucken, habe ich irgendwas? Ich muss anscheinend Mr. Blue töten. Erstmal nehme ich aber diesen Beweis mit. Was kann ich denn tun? Du hast doch gestern zum Personenschutz eingeteilt, oder? Hast du mit dem Mädchen geredet? Okay. Höflich, aber total in sich gekehrt. Sitzt nur da und starrt Löcher in die Luft. Scheint einiges mitgemacht zu haben. Wieso darf ich hier nicht rumrennen, Mann? Was hast du für ein Problem? Schürhaken? Nein. Erste Hilfe. Okay. Kann man immer mal wieder gebrauchen, ne? Und wer den nicht heimlich ausschalten kann? Was? Ja, toll. Hier ist ein Kaffee. Da muss ich wahrscheinlich irgendwas reintun, aber ich habe nichts zum Reintun. Wahrscheinlich ist das irgendwo im Obergeschoss. Tiermesser und Messer. Messer ist stylischer. Mhm. Dann schleiche ich mich mal nach oben. Ich schwöre, ich mach das. Ich schwöre. Okay. So. Das sieht doch vielversprechend aus. Lalalala, ich bin bloß der Koch. Ich bin bloß der Koch. Kann ich jetzt zu dem gehen und sagen, der Kaffee ist fertig? Langsam, rennen Sie hier nicht rum. Hey, yo. Gehen Sie weiter, Sir. Wusstest du schon, dass dein Kaffee fertig ist? Sir, hören Sie damit auf oder ich verpasse Ihnen eine Kugel. Ey, nur weil ich hier rumrenne.
Der neue Assistent des Kochs? Warum wurde ich nicht informiert? Melden Sie sich nach dem Dienst bei meinem Geheimdienstoffizier zum Sicherheitscheck. Hier ist Alpha. Das ist mir egal. Vielleicht hätte ich den Koch nicht ausschalten sollen. Toiletten im Garten aufstellen. Ich riskiere keinen Zwischenfall, indem ich jemanden in das Haus lasse, der nicht von mir persönlich autorisiert wurde. Regeln Sie das. Over. Warte mal. Ich kann hier bestimmt irgendwas triggern, indem ich da oben diese Scheiße da mache. Komm, komm. Mann, von allen Kunden, für die ich gearbeitet habe, ist die hier die seltsamste. Jedenfalls ist sie ziemlich mysteriös. So viel steht fest. Was wissen wir über sie? So gut wie gar nichts. Nicht mal der Boss, glaube ich. Aber ich habe neulich einen Blick auf die Akten geworfen, als ich Dienst hatte. Die hatten ein Totenkopf-Logo und drunter stand Merkes Letifa. Nimm mal weggucken. Tödlicher Handel? Warte, soll das heißen, ich dachte, die wären nur ein Mythos? Ja, wie sagt man so schön? Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Die Frau hat aber nicht der Teufel ist ein Eichhörnchen? Eingepinkelt, oder? Kann ich hab ich noch nie gehört. Schön. Super. Ihr verpisst euch da. Du guckst bitte weg. Oh. Bruder. Ah. He did drink his coffee. Yo. Bist du eingepennt? Mach zu. Okay. Ich darf ja nicht rennen. Tut mir leid. Bin ich wirklich so eingerostet? Das Teil ist ja total verstimmt. Wir sollten einen Klavierstimmer herbestellen. Klavierstimmer herbestellen? Ihr seid eindeutig zu reich, Leute. Ich geh mal hier rein, ne? Kacke. Kacke. Hast doch wohl nicht vor, hier hinzugehen, oder? Okay, dafür mache ich die Schlüsselkarte. Okay. Alles kein Problem. Haben Sie genügend Punkte? Schalten Sie eine Killertechnik frei. Ein Blick in Ihr Notebook verrät Ihnen Ihre Punkte. Und die nächste Frage. Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis ist mein früherer Handler Diana Burnwood desertiert. Beischalten. Ich habe jetzt keinen Bock, mich zuzuhören. Nähere mich der Zielperson. Sehr gut. Aber gerade über 14.000 bekommen, ne? Diana hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat uns verraten. Die Agency, den Codex, alles wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Denken Sie daran, wenn Sie abdrücken. Kein Problem. Ach, ich bin schon da. Hey. Ich hab mich mal eben umgezogen. Ich mochte das Kochoutfit sowieso nicht. Babe. Oh, mein Ex-Mann. Natürlich noch ein Handtuch rübergezogen im Fall. Ja. 47, bitte kommen. Nö. Ich soll sie töten. Warum haben sie das getan?
47? Was ist los mit dem Ding? Wir alle haben unsere Grenzen, selbst Sie 47. Wir hatten einmal die Ehre. Diana, ich hätte Sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, Sie würden es verstehen. Mist, da stimmt was nicht. Sci-Fi-Heli umdrehen. Die Zeit drängt. Noch haben Sie eine Chance. Im Bademantel. Da ist ein Zettel. Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie, bevor Travis etwas merkt. Bitte. Sie darf nicht werden wie Sie. Versprechen Sie es. Ich verspreche es. Kein Problem. Laufen macht Krach und erleichtert es ihren Gegnern, sie zu orten. Soll ich jetzt herumballern? Nee, ne? I guess not. Agent 47 kann seine Gegner schnell und präzise ausschalten. Wie Sie sehen, haben sie durch die Konzentration auf ihre Gegner rasch Instinkt aufgebaut. Drehen Sie die Kamera, um den Gegner anzuvisieren, und arretieren Sie dann den Schuss. Tödlicher Schaden. Konzentrieren Sie sich auf den nächsten Gegner. Bitches, was geht? Sind verkleidet. Oh, wie sie da liegen. Ich hab die größte Waffe. Die größte Kanone. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Was hat er gerade gesagt, komm, bitte? Und bleib dicht bei mir. Wohin gehen wir? Steig ein. Natürlich jetzt eiskalt an allen vorbeigelaufen. Gute Arbeit, 47. Bringen Sie sie zum Exfiltrationspunkt. Ich nehme die Olle mit. Was machen Sie da? Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze, ich war... Deine ist für dich gestorben. Wieso? Bitte, sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl sie wahrscheinlich mit schlechter Musik gefoltert, die Ärzte. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Sir, hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt, das hatte ich befürchtet. Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an, hören Sie, Jade. Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft. Werdet ihr nicht. Okay. Cool. Yeah. War ziemlich viel geschafft, ne? Weiter. Du musst wachsam sein.
Die Agency kennt meine Verstecke und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Oh. Sie haben mich angerufen? Ja. Oh. Du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Diese Soundbox in den Cutscenes ist echt komisch. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Niemals. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. Beste Antwort. Beobachte dich.